Nach langer Beratung mit der Jury und der Auszählung des Zuschauervotings ist die Entscheidung gefallen. Und das heutige Kamerakind ist der eine und einzige. Komm, Alter, jetzt mach's mal nicht so spannend hier. Wir sind ja nicht bei RTL. So, Hallöchen. Entschuldigung, du zuerst. Nein, du. Boah, wie klischeehaft. Ach komm jetzt. Alter, langsam wird's gruselig. Jetzt hör doch mal auf. Alter. Ich schlage es einfach mal vor, wir machen das gleiche Spielchen wie mit Ska. Du liest die Kommentare vor, die noch nicht die Top 3 sind, und ich sag dazu, was mir einfällt. Jawohl. Adrian Jankowski, welche Loopmaschine benutzt du? Das ist der RC20XL von Boss. Sneakers Schoko. Ich auch will Gronkh. Da du ihn hast. Die liebe Marie Karamell, wie schaffst du es, dass du sowas erschaffen kannst mit deiner Stimme und deinem Körper? Tja, ich schaff's halt, weil ich der Hammer bin. Nein, im Ernst, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Es scheint angeboren zu sein. Der liebe Michael Weiß, mach auf jeden Fall Gronkh und Sarata. Alter, man schreibt mich hinten mit R. Wie ist der denn hier rein? Ach so, also Sarata. Wusste ich gar nicht. Der Rocket, wie bist du Synchronsprecher geworden? An der Deutschen Pop in Hamburg. Christine V aus D. Gronkh, bitte! Ich würde so sterben vor Lachen. Das ehrt uns alle sehr, aber bitte trotzdem nicht sterben, weil sonst muss Sarazar wieder die ganze Sauerei wegmachen. Die liebe Kai Kanchan fragt, ich habe da mal so eine Frage. Wenn ich meine Stimme längere Zeit verstelle, um jemanden zu imitieren, der doch eigentlich eine ziemlich andere Stimme hat als ich, tut mir mit der Zeit der Hals weh. Hast du das Problem nicht oder ist das vielleicht nur Gewöhnungssache? LG aus Österreich. Doch, ich hatte das Problem in der Tat auch, dass mir der Hals weh getan hat. Das ist einfach eine Sache des Trainings und der Gewöhnungssache. Weil wenn du dir zum Beispiel die anderen Körpermuskeln auf, das sind ja alles auch Muskeln. Wenn du die anderen Muskeln aufbaust, dann tun die am Anfang auch weh, wenn du die halt etwas mehr beanspruchst als sonst. Aha! Raphael Wruck. Es heißt, zeig mal deine Hände, die sind kleiner als, nicht wie. Normalerweise würde ich sagen, du hast vollkommen recht. Aber das stimmt in dem Fall nicht, weil der Text von Helge Schneider ist und da tatsächlich gesungen wird, zeig mal deine Hände, die sind kleiner wie meine. Ivac One sagt, das heißt nicht wie meine Hände, sondern als meine Hände. Sprich ich eigentlich Hebräisch? The Mask. Ich bin ein Panda und nein, ich bin nicht Crow. Klavina Commons. Alter Klavier, du! Ach, ich bin ein Schelm heute wieder. Aber wenn du... Wer bist du denn dann? Troll oder Troll Gaming, wie viel kostet dein Equipment? $1 Million. Nein, in Wahrheit leider viel zu wenig. Der Muhammad Chalayan. Ich hoffe, das spricht man so. Ich fände es wirklich besser, wenn nicht nur Loops kommen würden. Ich habe dich aber trotzdem abonniert. Und das ist es, was mich so stolz macht, solche Fans zu haben. So, Amino TV sagt Joker. PS, coole Sage, Martin, weiter so. Okay, danke, bitte, tschüss. Die Arizona sagt, oh Klavin, du bist so ein Geiler. Ich will ein Kind von dir. Vielen Dank. Also ich habe leider noch keine Kinder, deswegen musst du warten. Aber du kommst auf jeden Fall auf die Liste. Big Yellow Navel sagt, du hast ganz süße rote Bäckchen. Man nennt ihn auch liebevoll das Glühwürmchen. Glühbirnchen, bitte. Der liebe André Winter, wieso immer barfuß? Weil ich Lust habe. Und weil man barfuß mit R schreibt. Stimmt. Und weil jetzt die Plätze 3 bis 1 kommen. So, kommen wir zu Platz 3. Und Kuda mit einem coolen Kanal-Avatar. Wow, Matsch. Avatar. Man kann sich nicht zwischen Gronkh und dem Joker entscheiden. Das ist so, als müsste man sich zwischen Bacon und Käse entscheiden. Ach so. Dann erklär doch aber bitte nochmal, wer von beiden der Bacon und wer der Käse ist. Also ich wäre ja nach meinem ureigensten Ermessen der Bacon. Jetzt nimm doch nicht alles vorweg, das soll die doch noch selber schreiben. Und wir kommen zu Platz 2. Little Soundman, mach mal bitte einen Dubstep-Freestyle. Was? Wie soll das denn gehen? Platz 1! Und das ist definitiv der geilste Kommentar. Julian Löwenberg, du bist der Lieblings-YouTuber meiner Mom. Was? Alles klar. Ich glaube, damit habe ich das höchste Ziel eines jeden YouTubers erreicht. Und schöne Grüße an die Mama.
Hallo Leute, ihr fragt euch bestimmt, warum ich jetzt hier so ins Bild hineingeglitten komme. Das liegt ganz einfach daran, dass der Vergangenheits-Marty die blöde Drecksau vergessen hat, die nächsten beiden Kandidaten für Klavinova Commons zur Verfügung zu stellen, also zur Auswahl meine ich. Und das sind nämlich Helge Schneider und Horst Schlemmer. Bei der Abstimmung gibt es auch eine kleine Neuerung, und zwar könnt ihr auf die beiden Anmerkungen klicken, wo die beiden Namen stehen. Jeweils entsprechend eurer Auswahl. Dann werdet ihr auf meinen Kanal weitergeleitet. Bitte nicht erschrecken, das dient nur der Vereinfachung der Auszählung, weil da nämlich genau sichtbar ist für mich, wie oft auf welche Anmerkung geklickt wurde. Und das war's auch schon. Ich floate jetzt hier wieder raus. Tja, das war's. Na, keine Kommentare mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für euer Feedback und eure Unterstützung, weil ich das nur mit euch zusammen was ihr machen kann, und danke euch auch fürs Dabeisein, und ab jetzt halte ich den Schnabel, weil nämlich unser lieber Gronkh die Endcard-Ansage macht. Achso, ich? Bitte! Boah, was für eine Ehre! Also, liebe Leute, da unten gibt's das Gesicht vom Klavinova zum Abonnieren, hier gibt's das Video vom letzten Freitag, ein Loop zwischendurch, und da unten gibt's die super geile Playlist. Das war Klavinova Commons für diesen Sonntag, und wir sagen Tschüss! Alles gut? Perfekt.